weiter nach dem Intro. Klickt doch einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Folgt uns auch Instagram, Selin_Labaro. Ja Leute, das war Molly. Die fährt jede Stunde hier auf Kühlungsborn. Hier mal ein kleiner Einblick, was man hier so alles bekommt. Auf der Promenade, es ist bunt gemischt hier alles, Gastronomie. Hier gibt es Sachen zum Anziehen, Mode, Schmuck zum Beispiel. Ja, alles, was man so benötigt, wenn man Langeweile hat, dann muss man ja auch mal shoppen gehen. Aber Leute, denkt dran, vergesst nicht, eurer Frau die Kreditkarte mitzugeben. Hey. Oder sie zu verstecken, geht ja auch. Ich bin jetzt hier an Steg C angekommen. Ich komme gerade von Molly. Das ist hier die Dampfeisenbahn, die jede Stunde Kühlungsborn verbindet. So, und jetzt werden wir mal zu Cerberus laufen. Da zeige ich euch mal, wo die liegt. Wir werden hier noch 2 Tage bleiben und segeln dann weiter. Ja, wie ihr seht, der Hafen ist recht gut gefüllt. Ja, hier gibt es aber auch alles. Katamarane, Segeljachten. So, wir haben viele Monos hier liegen. Hier haben wir große Motorjachten auch viel. Sind alle so zwischen 40 und 45 bis 50 Fuß. Na? Allerdings gibt es auch kleinere, hier eine 33er. Also es ist bunt gemischt hier im Hafen. So, das ist jetzt keine Werbung, da kriege ich kein Geld für. Seglerwerkstatt Warnemünde.
hier von der Cerberus die kleine Schwester, eine Bavaria 33. Das sieht auch schön aus. Schöne Galionsfigur aufgemalt. Französische Oceanis 46, ziemlich neu noch, eine Benetou. Die sieht man immer mehr, Benetou. Hier gegenüber ist gleich eine 42er. San Odyssey. Nee, Odyssey heißt das ja. Ja. Schön. So, und jetzt so, da viel mehr. So, und jetzt kommen wir zu Cerberus. Da liegt sie. Ja, da haben wir uns hingelegt. Hallo, hier nochmal vom Yachthafen. Ja, ich habe hier was in der Hand und ich wollte euch mal berichten, was uns hier auf der Cerberus oder wer uns hier auf der Cerberus besucht hat. Das war natürlich ganz spontan und ein Zufall. Das war allerdings, das war nicht irgendwie geplant und abgesprochen. Das war ein reiner Zufall, dass Erich Smolarek uns hier auf der Cerberus besucht hat. Viele kennen ihn sogar vielleicht. Erich hat nämlich ein Buch geschrieben. Weiter als der Horizont. Hier zeige ich euch doch mal das Buch. Ich möchte auch nicht zu viel vorweg erzählen hier jetzt. Dieses Buch kann man natürlich erwerben über einen Verlag oder bei Erich selber. Und Erich war so lieb und so nett und hat hier noch eine Widmung reingeschrieben für uns. Speziell für die Cerberus-Crew und natürlich auch für den Segelkater Simba. Also wie ihr seht, das Buch ist ein Taschenformat im DIN A5 und erzählt über Erichs großes Abenteuer. Selber ein Schiff gebaut, ein Stahlschiff, ein Segelschiff, damit um die Welt gesegelt oder zumindest hat er das vorgehabt und auch ausgeführt teilweise. Und dieses Abenteuer wurde hier in diesem Buch aufgeschrieben. Und das Buch werde ich mir in einer ruhigen Stunde, wenn es draußen stürmt und kalt ist, durchlesen. Da möchte ich gern Teil dran haben. Erich war gestern eine gute Stunde hier an Bord und wir haben geplaudert über vergangene Zeiten und über Segeln, über Gott und die Welt. Und ich muss sagen, es war eine schöne Stunde. Eine sehr schöne Stunde. Und Erich, wenn du das jetzt siehst hier auf YouTube, alles Gute für dich. Du bist mittlerweile 83 Jahre alt. Und ich wünsche dir damit oder hiermit auf diesem Wege noch viel Gesundheit. Du bist ja noch topfit, wie ich gesehen habe. Und bleib gesund. Cerberus. Cerberus, genau. Z-E-R. Soll ich lächeln? Brauchst du nicht. Ja, mach alles für dich. Nein, schön, das ist schön. Nein, ich möchte den Moment gerne mal festhalten. Ich finde das so toll, dass du jetzt hier an Bord bist bei der Cerberus und das Buch signierst für uns. Das Danke. Macht nicht jeder. Danke. Bitte, machen wir gerne. Für die Crew der Cerberus. Cerberus. Inklusive
Wie heißt die nochmal? Simba. 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 S-I-M-B-A. Simba. Simba. The Cat. Ja. Segelkater. Ja, der ist immer bei uns an Bord. Den nehmen wir überall mit hin. Dann mache ich Kater. Nee, gestern war ich Heiligenhafen. Kühlungsborn sind wir. Schön, dass ihr Zeit habt. Kühlungsborn, den 11.07.2022. So. Also vielen Dank. Wenn ich zur Ruhe komme, werde ich das mit Sicherheit lesen. Du kommst zur Ruhe. Na, ich hoffe. Du hast zur Ruhe zu kommen. Das ist das Wichtigste. Wir müssen aus der Ruhe heraus leben. Ja, das stimmt schon. Ja. Wir fangen damit jetzt an. Ja, das ist gut. Vielen Dank für die Widmung. Ja, gern geschehen. Leute, nicht, dass ihr denkt, dass wir hier verhungern auf der Cerberus. Wir haben ja auch was zu essen. Heute gibt es ein bisschen Gemüse. Dann gibt es Schnitzel mit Pilze und Salzkartoffeln. Das war es jetzt hier auch mit dem Video hier aus Kühlungsborn mit dem Teil 2. Liked es mir bitte hier auf dem Kanal und drückt die Glocke. Schaltet wieder ein. Servus. Goodbye. Auf Wiedersehen. Tschüss.